war vorher bei der Deutschen Bahn im Reisezentrum und Reisebüro und wäre auch nie auf die Idee gekommen, Zug zu fahren. Meine Schwester, die auch bei der Hochbahn hier arbeitet, meinte, komm zu uns, hier steht dir alles offen. Der perfekte Tag fängt erstmal in Norderstedt an, weil ich da nicht lange Arbeitswege habe. Und dann fahre ich die U1 bei strahlendem Sonnenschein. Nette Fahrgäste. Das geht dann auf einen selber über. Ne? Wenn die Leute zufrieden sind, ist man auch zufrieden. Also ich kann mich an meine erste Fahrt erinnern, wo ich ganz alleine dann als Jungzugfahrer eigenverantwortlich da vorne saß. Ich bin, glaube ich, die erste halbe Stunde mit Dauergrinsen gefahren, weil ich so stolz war, dass ich jetzt alleine diese große U-Bahn fahre und selbstverantwortlich bin. Keiner spricht mir rein, du musst das so oder so machen. Na, ich hatte zum Beispiel Landungsbrücken jemanden, der dann zu mir vorne an den Fahrerstand kommt und sagt, Sie sind so toll gefahren, ich würde Ihnen meine Schwiegermutter mit einem Korb rohen Eiern anvertrauen. Natürlich ist einem klar, dass wenn man in einem Verkehrsunternehmen arbeitet, dass die von morgens bis abends fahren, Wochenende, feiertags, teilweise nachts oder zu Großveranstaltungen muss man eben wirklich nicht nur 100%, sondern 120, 150% geben. Es gibt Vorschriften, an die man sich natürlich halten muss, aber es gibt auch Situationen, wo man dann selber auch entscheiden muss, wie mache ich das oder warte ich noch oder fertige ich mich ab. Das sind so Sekunden, die sich dann mehr summieren, wo dann ganz schnell mal eine Minute bei sich verzögert. Und eine Minute ist bei uns schon viel. Ne? Ich bin ja seit 12 Jahren Zugfahrerin und habe mich jetzt beworben als Verkehrsmeisterin und bin jetzt auch in Ausbildung. Also ich wollte eben noch mehr wissen und machen können. Ich werde nachher alle Zugtypen fahren können, ich werde alle Stellwerke bedienen können. Im Grunde genommen, alles, was es so bei der U-Bahn gibt, kann man dann bedienen und hat man erlernt. Könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich gesundheitlich so lange auf dem Posten bin, könnte ich mir das vorstellen, hier alt zu werden, ja.